Was sagt dein Bauch? Ich würde mit Freuden die Briten zurechtstutzen. Wenn wir an ihr Gold kämen, um es für uns selbst zu nutzen, wäre ich ein glücklicher Mann. Wir sprachen wie ein Waliser, Ade. Und was willst du? Master Kidd sprach von einer Prise, die er mir unten in Tulum zeigen wollte. Ziemlich weit weg, leider. Auf der Halbinsel Yucatan. Kannst du ihm denn vertrauen? Ich bin mir nicht sicher. Aber er hat eine Art, mir ins Gewissen zu reden, dass es mich schaudert. Ich sollte ihn treffen. Bald. Solange wir auf dem Weg ein paar Prisen einbringen, wird die Crew es schon verstehen. Ich setze Kurs auf Tulum. Ja, damit ahoi, liebe Leute. Da sind wir wieder bei Black Flag. Ja, Assassin's Creed sage ich jetzt nicht extra, denn das wäre ein bisschen zu lang für die Vorstellung. Ja, ich habe offscreen jetzt einige Kaperfahrten gemacht, um das Schiff aufzurüsten und auch den guten Edward ein bisschen zu verbessern. Und ja, jetzt geht's mal weiter mit der Hauptstory. Da kommt schon der Sichtkegel, da sollten wir besser ein bisschen Kreis ausnehmen. Oder... Ja, wir sollten da lieber Reis ausnehmen. Alle Segel, sie verträgt das! Eissegel an die Schoten! Theoretisch könnten wir es mit viel Glück schaffen, aber ich will mein Glück jetzt nicht provozieren. Oh, wow. Seid lieb, Jungs, wir haben kein Interesse an eurem Konvoi. Müssen wir überhaupt hin? Okay, also hier schon mal nicht hin. Ah. Okay, das wird eine sehr lange Reise. Oh. Ja, das wird eine lange Reise werden. Das auch noch in verbotenen Gewässern. Ja, und wie man sieht, wir haben jetzt blutrote Segel. Das soll noch für extra... Das soll noch extra für gewaltigen Angst und Schrecken sorgen. Mal gucken, was habt ihr geladen? Holz und Zucker, naja. Ihr habt Schwein, wir haben kein Interesse an Holz. Ich würde eher Metall und Gold nehmen. Da können wir auch gleich die Kanonen wieder aufwerten. Ach, Rum ist auch nicht übel. Ja, gleich sind wir wieder in freie Gewässer. Gott sei Dank. Hey Männer, ich höre gar keinen Gesang. Was ist los mit euch? Sonst singt ihr immer aus allen Rohren. Oh Mann. Sind schon wieder verbotene Gewässer. Ich sollte dringend mal ein bisschen aufräumen hier. Wir müssen umsichtig sein. Diese Gewässer werden gut bewacht. Recht. Fortverteidigung? Wartet mal, wartet mal. Ah, na dann. Machen wir das Fort fertig, damit es kein verbotenes Gewässer mehr sind. Das wird lustig werden. Jetzt zeigen der Royal Navy, was wir von ihnen halten. Oh oh. Oder die zeigt uns, was sie von uns hält. Mörser, los! Feuer! Sind bereit, Sir! Feuer! Na, ein guter Treffer, könnten Sie lahmlegen! Was? Können kaum was sehen hier! Ihre Schwachstelle ist ungeschützt! Feuer! Auf dein Zeichen! Feuer! Ja, ich kann von dem ganzen Rauch kaum was sehen. Feuer! Yay! Feuer! Bist du verrückt, Captain? Ich wünschte, ich könnte mehr sehen. Ja. Weniger Rauch und Nebel, bitte. Dart, ich sehe jetzt was. Feuer! Da ist sie am schwächsten, Captain! Feuer! Captain, ein paar Treffer hier und sie bringen! Feuer! Haha, geschafft! Die Festung sie ist unser. Runter.
Da ist auch ein Anlegepunkt, den sollten wir auch gleich mal nutzen. Backbord, Captain! Diese treibende Beute wartet nur auf uns! Natürlich. Schlechtes Wetter voraus, Captain! Ach, das schlechte Wetter kann uns nicht aufhalten. Das Fort ist so gut wie unseres. Raus aus dem Wind! Zieht, Männer! Großsegel bergen! Genau, zieht, als würden sie dafür bezahlt werden. Der sich nicht mal an den Beinen was tut hier. Aber kann ja auch wurscht sein, Hauptsache er übersteht es. Und einfach mal über die Mauer klettern. Ach, Spanier! Und warum hatte ich nur die Fäuste gehabt, also wirklich? Okay, da geht's schon mal nicht lang. Ah, da geht's lang. Und doch. Ah, scheint ein feiger Schisser zu sein. Oder auch nicht. Na dann. Okay. Dort ist der Kriegsraum. Dann klettern wir doch mal hin. Jut doch, ich bin der neue Eigentümer. Was dagegen, wenn ich mal kurz reinschneide? Haha, da. Da geht doch, das Fort ist endlich unser. Ganz schön viel aufgedeckt jetzt. Aber wir wollen ja dahin. Seid auf dem Wasser. Nee, danke. Kann ich ja irgendwann mal machen, aber jetzt habe ich eher Interesse dran, mal Kids wieder zu treffen. Setzen. Ich frage mich gerade eher, ob wir es nicht irgendwie abkürzen können, denn habe ich ihn denn weiter in der Nähe nicht schon fort? Na, wusste ich's doch. Auf die andere Seite der Karte. Lautet unser Kurs heute, Captain. Ist ein schöner Tag für allerlei Unsinn. Was sagt dein Bauch? Ich würde mit Freuden die Briten zurechtstutzen. Wenn wir an ihr Gold kämen, um es für uns selbst zu nutzen, wäre ich ein glücklicher Mann. Gesprochen wie ein Waliser, Ade. Und was willst du? Master Kidd sprach von einer Prise, die er mir unten in Tulum zeigen wollte. Ziemlich weit weg, leider. Auf der Halbinsel Yucatan. Kannst du ihm denn vertrauen? Ich bin mir nicht sicher. Aber er hat eine Art, mir ins Gewissen zu reden, dass es mich schaudert. Ich sollte ihn treffen. Bald. Solange wir auf dem Weg ein paar Prisen einbringen, wird die Crew es schon verstehen. Ich setze Kurs auf Tulum. Ja, das machen wir ja schon.
Mal schauen. Wo lang müssen wir? Ah, okay, da lang. Ein Sturmkämpfen sieht schlimm aus. Ah, wird schon. Wir haben günstige Winde. Chef. Das würde sich schon etwas lohnen. Ich glaube, das werde ich doch mal kapern. Ja, den holen wir an Bord. So. Kommen schon meine Mörser ran? Ja, die kommen ran! Halte Sicherheitsabstand. Bereit zum Feuer! Feuer! Präsentieren sich uns! Feuer! Dafür bezahlen! Den Iran auf den Wind! No! Großsegeltieren! Macht schon! Feuer! Da kämpfen! Da sind Feuer! Konzentrier dich auf Bruder kämpfen! Lass Feuer! Uns das hat Schaden Feuer! Feuer! Präsentieren sich uns! Lass sie dafür bezahlen! Feuer! Ein paar Treffer hier und sie bricht! Aha! Da scheint noch was anderes interessiert zu sein an uns. Feuer! Da ist sie verwundet! Feuer! 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 Keiner fertig! Sind bereit, Sir! Ja, erstmal den kleinen und dann den großen. Das werden wir noch sehen, Junge. Ah, schon geschafft. Das war einfach. Vielen Dank, Jungs. Und jetzt können wir das Große. Falls diese Typen uns lassen. Oha, da sehe ich doch schon wieder einen Sturm aufbrauen. Ein Unwetter. Naja, die verschone ich mal. Wir haben nicht so viel interessante Sachen. Die Hälfte schon erledigt, na dann. Was sollte uns da noch aufhalten? Ey, ich hab doch gedrückt, du Ammel. Geschafft. Ja, vielen Dank für die freundliche Spende, Jungs. Feuert ihr an, Jungs?
Jetzt können wir Richtung Kettensäge. Ja, schon klar. Wir werden auch vorsichtig sein, Wally. Sieh nur, Captain, die See erhebt sich. Oh, super. Also das perfekte Wetter, um auf See zu sein. Küstenfort, naja. Das sollten wir erstmal nicht machen. Wir segeln einfach leise und heimlich vorbei, oder? Okay. Die wollen also. Sonst nicht anders. Ja, und ich versuche mein Glück. Stufe 2 habe ich noch nie versucht. Wir müssen diese Türme treffen. Wir dürfen nicht in dieses Monster geraten. Die schießen auf uns. Haltet euch fest. Macht euch bereit! Auf die Türme, die Feuer! Lecke Blei! Feuer! Ja. Feuer. Sind bereit, Sir! Ey, wir sind noch nicht nah genug dran. Bereit zu feuern, Sir! Fuck! Feuer, sieht wie ein Wasserteufel aus! Nicht als Salzwasser! Feuer! Die Ziele! Bereit zu schießen, Captain! Nee, ich fürchte, das ist keine gute Idee gewesen. Alle Segel! Wir werden alle in den Boden gerissen, Captain! Alle außer Grundfahrt! Wir müssen diese Türme treffen! Jawohl! Feuer! Wir versuchen es! Sie sichern sich uns! Feuer! Wir bezahlen! Feuer! Ich fürchte, das schaffe ich nicht. Nee. Okay, ein Fort Stufe 2 ist einfach zu stark. Vor allem, da wir überhaupt nicht richtig nah genug rankamen. Heute, Captain. Ist ein schöner Tag für allerlei Unsinn. Was sagt dein Bauch? Ich würde mit Freuden die Briten zurechtstutzen. Wenn wir an ihr Gold kämen, um es für uns selbst zu nutzen, wäre ich ein glücklicher Mann. Gesprochen wie ein Waliser, Adel. Und was willst du? Master Kidd sprach von einer Prise, die er mir unten in Tulum zeigt. Na, da könnt ihr ruhig hinschießen, ihr Penner. Vertrauen? Bin mir nicht sicher. Er hat eine Art, ins Gewissen zu reden, dass ich mich schaue. Solange wir auf den Weg an Kartisen einbringen, wird die Crew es schon verstehen. Ich Ach du Schande, was ist das hier jetzt wieder für ein Laden hier? Feuer! Kämpft die Traum- und Strafsegel! Ja, Feuer! Einholen! Bereit machen für Aufschlag! Haltet euch fest! Fuck. Selbst die See ist gegen uns. Ich glaube, wenn hier schönes Wetter ist, hätten wir eine Chance.
Aber ich finde es auch interessant, dass die